Euromax Highlights. Höhepunkte der Woche. Im Studio Christina Sterz. Herzlich willkommen in unserem Studio am Brandenburger Tor mitten in Berlin. Ganz in der Nähe liegen die größten Filmstudios Europas. Dort wurde ein Film gedreht, den wir uns aus einem ganz besonderen Grund gleich genauer anschauen. Außerdem haben wir noch diese Themen. Jubiläumsausgabe. Eine Ausstellung feiert 100 Jahre Vogue. Jahrhundertkoch, das Erfolgsrezept von Paul Bocuse. Und Jahrtausendfund, zu Besuch in den Ruinen von Herculaneum. Bernhard Henrich ist ein großer Name in der internationalen Filmszene, aber kaum jemand kennt sein Gesicht. Denn er ist kein Schauspieler, sondern Set-Decorator. Das heißt, er kümmert sich um die Gestaltung der Kulisse, also der Welt, in der der Film spielt. Eine große Ehre war für den Deutschen die Nominierung für einen Oscar in diesem Jahr. Immerhin der wichtigste Filmpreis überhaupt. Zusammen mit zwei Kollegen hat er an dem Film Bridge of Spies mit Tom Hanks gearbeitet, der zu großen Teilen in den Babelsberg Filmstudios entstanden ist. You got their spy. We want you to negotiate the swap. I'm an insurance lawyer. Are you good at what you do? Mitten im Kalten Krieg soll ein amerikanischer Anwalt, gespielt von Tom Hanks, einen Agentenaustausch mit der Sowjetunion aushandeln. Schauplatz der Verhandlungen, Berlin. Am Set von Bridge of Spies wird die Zeit des Kalten Krieges wieder lebendig. Für die Ausstattung des Thrillers verantwortlich, der deutsche Set-Decorator Bernhard Henrich. Dafür ist er jetzt gleich doppelt nominiert. Das war natürlich eine ganze Menge. Ich erfahre abends, dass ich BAFTA nominiert bin, dann noch oben für den Oscar. Das war schon fast zu viel. Ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Meine Frau kam dann, sie hat mich in den Arm genommen. Aber ich wollte irgendwie, ich am liebsten jetzt der ganzen Welt erzählt. Und dann habe ich halt einfach nur, bin ich raus, beim Nachbar geklingelt und den halt umarmt. Der wusste, der arme Kerl wusste gar nicht, wie es ihm geschah. Sein Job? Möbel und Requisiten zusammenstellen. Dafür sucht Bernhard Henrich in ganz Europa nach den geeigneten Stücken. Vorher recherchiert er Epoche und Milieu eines Films. Der Look am Set ist dann aber zum Teil Henrichs kreativer Interpretation unterworfen. Und ich mache dann auch die Recherchen so, dass ich gucke, was passt für dieses Klischee, was wir erstellen wollen. Und das muss nicht immer alles genau stimmen. Es ist nicht immer oft 1:1, wie es damals war, sondern man passt das ein bisschen an. Aber bewusst. Seit 40 Jahren stattet Bernhard Henrich Filme aus. Darunter große internationale Produktionen wie den Agenten-Thriller Die Bourne-Verschwörung rund um Jason Bourne, den ehemaligen Auftragskiller der CIA. Dargestellt wird Bourne von Hollywood-Star Matt Damon. Für Operation Walküre, um den von Tom Cruise verkörperten Hitler-Attentäter Graf von Stauffenberg, gestaltete Henrich die Drehorte im Stil der Nazizeit. Für die Kulissen und Ausstattungsstücke recherchierte er monatelang nach historischen Vorbildern, bis er alle Details für das Filmset zusammen hatte. Ebenfalls im Dritten Reich spielt ein weiteres von Henrichs Projekten, Monuments Man. Seit den 90er Jahren werden immer aufwendigere internationale Blockbuster im deutschen Filmstudio Babelsberg realisiert. Was hier so im Laufe der Zeit sich entwickelt hat, das ist enorm. Das hat mir, ich habe in 23 Ländern gearbeitet, war immer unterwegs. Und seitdem es Babelsberg gibt, so Stück für Stück, gerade in den 90er Jahren, dann habe ich hier also sehr viele Produktionen schon gemacht und hat mir halt die Möglichkeit gegeben, auch endlich zu Hause zu arbeiten. Das Studio Babelsberg in Potsdam bei Berlin ist das größte Filmstudio Europas. Seit 1912 werden hier Filme gedreht. Der Standort ist für hochwertige Handwerksarbeiten bekannt. Im Art Department stellen Tischler, Schlosser und Maler Filmkulissen her. Hier bestellt Bernhard Henrich, was es in keinem Fundus gibt. Darunter auch aufwendige Sonderanfertigungen. Ich hatte in England ein Riesenensemble von Art Deco-Möbel gefunden und den passenden Schreibtisch fand ich war dieser. Leider Gottes war er ausgeliehen und er stand nicht zur Verfügung. Aber mit den Fotos und mit dem Art Department und eben mit Studio Babelsberg im Rücken, dann das Art Department hat die Zeichnung gemacht und Studio Babelsberg konnte das in 2 bis 3 Tagen herstellen. Und da steht er.
Bei den Dreharbeiten in Babelsberg, wie hier für Bridge of Spies, hat Bernhard Henrich im Laufe der Zeit etliche Hollywood-Stars kennengelernt. Zu vielen von ihnen hat der 63-Jährige eine Anekdote parat. Dieses Riesenmonster, der Fernseher, Radio, Plattenspieler, alles, der hat Spielberg so gut gefallen. Nee, Tom Hanks. Spielberg hat ihn dann gekauft und Tom Hanks geschenkt. Der Fundus in Babelsberg ist fast wie ein zweites Zuhause für Bernhard Henrich. Die BAFTA-Verleihung in London am 14. Februar und die Oscars zwei Wochen später in Los Angeles dagegen sind ungewohntes Terrain. Ich bin nicht gewohnt, Preise zu empfangen, sondern man arbeitet, man ist nicht kamerascheu, man hat viele bekannte Leute schon getroffen, das macht auch nichts aus. Aber da jetzt hinzufahren und das alles mitzumachen, das ist schon ein mulmiges Gefühl, was ich da habe. Für den Mann hinter den Kulissen wird es auf jeden Fall ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus der Crew von Bridge of Spies und aus Jahrzehnten im Filmgeschäft. Die Vogue ist die wohl bekannteste Modezeitschrift der Welt und eine der ältesten. Das erste europäische Land, in dem sie erschien, war Großbritannien, und zwar 1916. Zum 100. Jubiläum widmet die National Portrait Gallery in London der Zeitschrift, ihren Models und Fotografen eine eigene Ausstellung. Und dort kann man sehr gut sehen, warum ausgerechnet die Vogue über all die Jahrzehnte immer wieder stilprägend war. Fotografien aus der britischen Vogue. In der Londoner National Portrait Gallery dokumentieren zurzeit rund 280 Ausstellungsstücke, Mode, Trends und Frauenbilder aus 100 Jahren Magazingeschichte. Sie prägen die Optik der Vogue und sind Teil ihres Erfolgs. Vogue is not just about. Bei Vogue geht es nicht nur um Kleidung, es geht um Menschen. Menschen, die fotografieren und Menschen, die fotografiert werden. Edward Steichen, Cecil Beaton, Man Ray, Lee Miller, Erwin Blumenfeld, Irving Penn, das sind auch die größten Namen der modernen Fotografie. Sie haben die Fotografie des 20. Jahrhunderts geformt. Ich wünsche mir, dass man durch die Ausstellung geht und auch einen Eindruck bekommt, wie großartig die Fotografie des 20. Jahrhunderts ist, dank Vogue. Einige der ausgestellten Werke sind inzwischen tief im kulturellen Gedächtnis verankert. Sie sind Ikonen der Fotografie, wie hier das Korsettfoto des US-Amerikaners Man Ray. Einige Bilder repräsentieren eine neue Ära. 1990 fotografiert der Deutsche Peter Lindberg für die Vogue die erste Generation der Supermodels. Drei Jahre später inszeniert die Britin Corinne Day mit dem jungen Model Kate Moss eine Strecke, die die Grunge-Bewegung aufgreift. Sie wird stilprägend für die Mode der folgenden Jahre. Josephine Collins unterrichtet am renommierten London College of Fashion. Seit mehr als vier Jahrzehnten liest die Modejournalistin Vogue. It's a mainstream magazine. Obwohl es ein sehr kommerzielles Magazin ist, spiegelt es den Zeitgeist sehr gut und es will immer noch weitergehen. Die Macher werfen nicht jeden Monat irgendein Heft auf den Markt. Sie versuchen sich jedes Mal aufs Neue zu übertreffen. Und darum haben sie immer wieder diese ikonischen Fotos. Das bedingt die hohe Qualität und Wertigkeit. Die Ausstellung in London feiert zwar 100 Jahre britische Vogue, gegründet wurde die Frauenzeitschrift aber 1892 in New York. Der US-amerikanische Verleger Condé Montrose Nast kauft das Magazin 1909 und macht es zum Welterfolg. Heute erscheint die Vogue in 21 Ländern, darunter auch in China, Indien und in Russland. Bis auf eine Ausnahme werden alle Ausgaben von Frauen geführt. Sie veröffentlichen auf der ganzen Welt unter demselben Logo und mit der gleichen Qualität. Man erkennt eine Vogue, egal wo man auf der Welt ist. Ich glaube, New York hat das von Anfang an sehr strikt kontrolliert. Sie haben schnell verstanden, dass Vogue eine Marke ist. So they were very conscious of Vogue as a brand. Einen Blick hinter die Kulissen des Hochglanzmagazins wirft der Dokumentarfilm The September Issue von 2009. Er begleitet das Team der US-amerikanischen Vogue bei der Herstellung eines seiner Hefte. Der Film wird ein Überraschungserfolg und Chefredakteurin Anna Wintour ein Star. No.
there's that expectation from. Es gibt diese Erwartungen der Leser, der Öffentlichkeit, immer weiter hinter die Kulissen blicken zu können. Ich denke, das Internet hat Anteil an der Öffnung dieser Grenzen. Und die Redakteure sind enorm wichtig für die Befriedigung dieser Bedürfnisse. Vogue ist heute nicht mehr nur Print, sondern ein ganzes stetig wachsendes Universum mit zahlreichen YouTube-Kanälen und Internetseiten. Allein der US-amerikanische Instagram-Account hat mehr als 8 Millionen Follower. Sie erweitern die Marke Vogue im großen Stil. Eine Reaktion auf die Krise der Printmedien. Zwar hält sich die Auflage standhaft, sie hat sogar eine höhere Auflage denn je, aber seit einer Weile stagniert sie und wächst nicht mehr richtig. Monatlich hat die Vogue-Familie 30 Millionen Leser weltweit. Sie ist damit das erfolgreichste Modemagazin auf dem Markt. Mit ihren hochwertigen Fotografien, den Produkten und den Models steht sie für ein äußerst begehrtes Lifestyle-Gefühl, für die Sehnsucht nach Luxus und nach den schönen Dingen. Damit verkauft sich die britische Vogue ununterbrochen seit einem Jahrhundert. Würde diese Ausstellung auch mit einem anderen Magazin funktionieren? Könnte man 100 Jahre Cosmopolitan zeigen oder 100 Jahre Marie Claire? Da ist irgendetwas an diesem Namen Vogue, das einen aufhorchen lässt. Noch bis Ende Mai lädt die National Portrait Gallery in London ein, in die 100-jährige Geschichte des Magazins einzutauchen und selbst das gewisse Vogue-Gefühl zu erleben. Wie kein anderer steht Paul Bocuse für die französische Kochkunst und beeinflusste damit maßgeblich Küchenchefs und Feinschmecker weltweit. Er gilt als Genie der Selbstvermarktung, schaffte es aber auch vor einigen Jahren, viele Frauen zu vergrätzen, denn er hatte behauptet, sie könnten nicht kochen, weil ihnen dazu die Fantasie und die Kühnheit fehlt. Nun denn, am 11. Februar wurde der Jahrhundertkoch 90 Jahre alt. Herzlich willkommen und guten Appetit. Paul Bocuse, die Kochlegende, ist 90 geworden. Geht es um die französische Gourmetküche, kommt an ihm keiner vorbei. Er hat die Nouvelle Cuisine weltweit berühmt gemacht. Etwa mit dieser Trüffelsuppe unter Blätterteighaube, die er 1975 für den damaligen französischen Staatspräsidenten kreierte. Es gibt Leute, die fahren nur wegen dieser Suppe in seine Restaurants. Er ist einer der großen Pioniere, die absolut das regionale Produkt verkörpern und auch perfektionieren. Saisonale und regionale Produkte kunstvoll angerichtet. Damit verändert Paul Bocuse ab den 60er Jahren die Kochkunst. Die Zubereitung ist simpler als früher. Der Eigengeschmack der Zutaten steht im Mittelpunkt. Paul Bocuse ist der Vater der revolutionären neuen französischen Küche. Er ist ein Vorbild für uns alle. Und Paul Bocuse liebt die Öffentlichkeit. Als erster Koch verlässt er seine Küche, um sich mit den Gästen zu unterhalten. Er wird gefeiert wie ein Popstar und fordert, der Küchenchef soll sein Restaurant besitzen, damit kein anderer Einfluss auf die Speisekarte hat. Er hat einen Stein ins Rollen gebracht. Heutzutage versuchen alle, neue und aufregende Sachen zu kreieren. Aber Paul Bocuse hat damit begonnen. Seit 1965 hält Paul Bocuse durchgängig 3 Michelin-Sterne, Weltrekord. Vom Feinschmeckerführer Gourmillot wird er 1989 zum Koch des Jahrhunderts ernannt. Einen Titel, den nur wenige tragen. Das Erfolgsrezept dafür klingt denkbar einfach. Kochen ist sehr einfach. Ein gutes Produkt, richtig gegart und angemessen gewürzt. Unsere Küche ist traditionell und klassisch. Gute Produkte, gute Küche. Im Februar 1926 wird Paul Bocuse geboren. Erste eigene Kocherfahrungen macht er bei seiner Großmutter. Später lernt er bei den Besten, dem Sternekoch Fernand Point und bei Eugénie Brasier, der ersten 3-Sterne-Köchin Frankreichs. Mit 32 Jahren bekommt Paul Bocuse seinen ersten Michelin-Stern. Innerhalb von nur 7 Jahren folgen der 2. und 3. Und wie hält man diese 3 Sterne so lange? Mit guten Mitarbeitern. Um sein Wissen weiterzugeben, gründet Paul Bocuse in den 80er Jahren das Institut Bocuse in der Nähe von Lyon. Hier lernen Nachwuchsköche aus aller Welt nicht nur, worauf es am Herd ankommt, sondern auch, wie man sein eigenes Restaurant führt.
Und mit dem von ihm ins Leben gerufenen internationalen Kochwettbewerb Bocuse d'Or schafft er eine medienwirksame Startrampe für junge Spitzenköche. Eine Art Oscar-Verleihung der Gourmet-Szene. Seit 1970 hat er auf seinen Reisen im Gepäck die französische Küche mit sich getragen. Dass sie fast überall in der Welt glänzt, ist ihm zu verdanken. Sein Einfluss wirkt nach und wir müssen sein Werk fortsetzen. Auch wenn Paul Bocuse als Wegbereiter der Nouvelle Cuisine gilt, große Teller mit kleinen Portionen sind bei ihm nicht zu finden. Im Gegenteil, er ist für seine opulenten Desserts berühmt. Paul Bocuse' Küche war immer beides, experimentierfreudig und bodenständig. Er hat die heutige Kochkunst mitgeformt. Ohne ihn würden wir heute nicht so kochen, wie wir es tun. Mit 90 Jahren steht Paul Bocuse schon lange nicht mehr selbst am Herd. Aber er hat die heutige Gourmetküche in Europa und weltweit beeinflusst wie kaum ein anderer. Und dafür zeigen wir ihm auch seine Sprüche. Südlich von Italiens Hauptstadt Rom, in der Nähe von Neapel, liegen einige der interessantesten Touristenattraktionen des Landes. Die Ausgrabungsstätten von Pompeji und Herculaneum. Die römischen Städte wurden vor fast 2000 Jahren durch den Ausbruch des Vulkans Vesuv verschüttet. Pompeji ist zwar international bekannter, aber das kleinere Herculaneum an vielen Stellen deutlich besser erhalten. Die meisten Touristen starten ihre Tour übrigens in der quicklebendigen Stadt Neapel. Neapel, die Metropole am Fuße des Vesuv. Der Vulkan ist grandiose Kulisse und Bedrohung zugleich. Sein letzter Ausbruch ist 72 Jahre her. Und die Neapolitaner haben gelernt, mit dem Risiko zu leben. Knapp 1 Million Menschen sind in der Metropole zu Hause. Wir sind einfache Leute. Die Gemeinschaft ist sehr wichtig. Wenn es mal schlecht läuft und jemand Hilfe braucht, dann sind wir füreinander da. Neapels Altstadt ist Weltkulturerbe. Ein Grund, warum jedes Jahr rund 1 Million Touristen kommen. Besonders beliebt die Museen. Darunter das Museo di Capodimonte mit Kunstschätzen vom Mittelalter bis zur Renaissance. Noch weiter zurück in die Geschichte der Region führt ein Besuch in Herculaneum. Nur eine halbe Stunde Zugfahrt von Neapel entfernt liegt die untergegangene Stadt. Bei seinem verheerenden Ausbruch im Jahr 79 nach Christus hat der Vesuv den Ort unter sich begraben und für die Nachwelt einmalig konserviert. Der Archäologe Domenico Camardo nimmt uns mit auf eine Reise durch die versunkene Stadt. Wir finden hier antike römische Gebäude, die bis hoch in den dritten Stock komplett erhalten sind. Einmalig ist, dass Elemente aus Holz wie Tür- und Fensterrahmen konserviert wurden. Das macht es uns heute möglich, das Leben von vor 2000 Jahren besonders gut zu rekonstruieren. Anders als im nahegelegenen Pompeji, wo die Asche des Vulkans viele Häuser zerstörte, wurde Herculaneum von einem Strom aus flüssigem Gestein umhüllt. Details wie Mosaiken und Fresken sind deshalb auch heute, fast 2000 Jahre nach dem Unglück, noch sehr gut erhalten. In Herculaneum lässt sich das Leben der antiken Römer am besten verstehen. Es gibt mit Fresken und Mosaiken großzügig ausgestattete Häuser. Wir sehen hier, wie Arm und Reich nicht nur nebeneinander, sondern auch miteinander gelebt haben. Gemeinsamer Treffpunkt waren Einkaufsläden wie dieser hier. Händler verkauften hier nicht nur Wein, sie verarbeiteten auch Getreide, das bis heute noch erhalten ist. Die Speisen wurden dann an Passanten verkauft oder man hat sie im Laden selbst gegessen. Wie Herculaneum vor dem Vulkanausbruch ausgesehen hat, zeigt das virtuelle archäologische Museum am Rande der Ausgrabungsstätte. Geschichte zum Anfassen und ein 3D-Kino mit Rundumsicht machen den Vulkanausbruch erlebbar. No,
Für uns ist das Museum ein Experiment und es funktioniert. Vor allem den jüngeren Generationen können wir den archäologischen Reichtum Herkulaneums auf spielerische Art und Weise näher bringen. Zurück in Neapel, wo die Krippengasse San Gregorio Armeno zu einem abendlichen Spaziergang einlädt. Hier werden das ganze Jahr über Krippenfiguren verkauft, alle handgefertigt und bemalt. Sie sind ein beliebtes Mitbringsel und machen sogar Appetit auf eine echte Pizza Margherita. Für sie ist Neapel berühmt. Vor knapp 130 Jahren soll sie, der Legende nach, in der Pizzeria Brandi erfunden worden sein. Die Pizza wurde zum ersten Mal auf Wunsch der italienischen Königin Margherita gebacken. Zu ihren Ehren natürlich in den Nationalfarben. Rote Tomatensauce, weißer Mozzarella und grünes Basilikum. Genau so wird sie heute noch zubereitet. Beim Essen gehen die Neapolitaner eben kein Risiko ein. Und jetzt lernen Sie die Glaskünstlerin Patti Dubiel kennen. Sie ist sehr vielseitig und wendet bei ihren Arbeiten verschiedene Techniken an. Neben abstrakter Kunst stellt die Polin auch kommerzielle Produkte aus Glas her. In ihrer eigenen Galerie in Breslau zeigt die 37-Jährige einen umfassenden Überblick über ihr Können. Ungewöhnliche Skulpturen, Kerzenständer, Tassen und Gläser. Zu sehen in der Galerie Versus in der polnischen Stadt Breslau. Geschaffen wurden die Stücke von Patti Dubiel. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus Glas Kunst zu kreieren. Glas hat gegenüber anderen Materialien einen Vorteil. Es ist transparent und bricht das Licht in unterschiedlichen Formen. Es spielt mit dem Licht. Das ergibt herausragende optische Effekte. Und die kommen gut bei den Kunden an. Patti Dubiels Awards aus Glas sind besonders beliebt. Die Bestellungen für Preisverleihungen kommen aus ganz Europa. Die Künstlerin lebt seit mehreren Jahren in Breslau im Südwesten Polens. Ein Zentrum der Kreativszene des Landes und 2016 europäische Kulturhauptstadt. Patti Dubiel schätzt es sehr, hier zu wohnen. Überall in Breslau gibt es Orte, die mich inspirieren. Von der ersten Idee bis zur fertigen Skulptur dauert es. Durchschnittlich braucht Patti Dubiel ein halbes Jahr für ihre Objekte. Sie nutzt dafür klassische Glasverarbeitungstechniken. Beim Bohren muss das Glas im Wasser liegen, sonst könnte es zu heiß werden und zerbrechen. Man kann sehr schnell alles kaputt machen. Das ist sehr einfach, denn Glas ist unglaublich brüchig. Jemand, der das Material nicht gut kennt, kann so eine Skulptur gar nicht anfertigen. Glasbearbeitung kann aber auch gefährlich sein. Bis jetzt hatte Patti Dubiel allerdings nur zwei kleinere Unfälle. Meine Hände mussten mal genäht werden und ein Glasstück ging durch einen Finger. Nicht alle Figuren entstehen in der Werkstatt. Einige verarbeitet die 37-jährige Künstlerin im Keller ihres Hauses. Hier widmet sie sich vor allem der Glasmalerei. Patti Dubiel experimentiert gerne mit Formen, Materialien und Kunsttechniken. Ich verwende Werkstoffe, die auf den ersten Blick nicht zueinander passen, wie Glas und Farben oder Brokat. Auf diese Weise mache ich meine Kompositionen. Patti Dubiel führt ihre Galerie Versus seit 2 Jahren. Außerdem zeigt die polnische Künstlerin ihre Skulpturen auch weltweit in Einzel- und Gruppenausstellungen. Gerade waren sie in den USA zu sehen, auf der Kunstmesse Art Palm Beach. Ein großer Erfolg für die Polin.
Ich kann mir nicht vorstellen, ohne Glas zu leben. Das ist ein Medium, mit dem man malen, zeichnen und Skulpturen formen kann. Es ist alles für mich. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. In der Zwischenzeit finden Sie uns, wann immer Sie möchten, online unter dw.com/euromax und natürlich auch auf Facebook. Bis bald.